Hallo, ich grüße euch. So wie ich gesehen hatte, dass das Video ganz gut angekommen war, habe ich mir überlegt, ich mache mal eine 2.0 Version von meinem ersten Bett. Das Bett ist natürlich jetzt stabiler und ist an 4 Fixierpunkten befestigt. Das erste Bett war nur an 2 Fixierpunkten befestigt. Ich kann euch das Bett einmal vorstellen und dann könnt ihr ja selber sehen, wie stabil das ist. Der Rahmen ist natürlich jetzt ein bisschen mehr Material, aber ich finde das Bett 1000-mal besser als das erste. Ja, ich hoffe, euch gefällt das. Kurze Info noch, ich biete den Service an, euch den Plan zu verkaufen. Dann könnt ihr einfach zum Baumarkt gehen. Ihr kriegt von mir eine Liste. Da werden die Leisten, die Länge der Leisten, die Siebdruckplatten, die Größe, die Breite und alle Details beschrieben, was ihr machen müsst. Am Ende müsst ihr nur noch diese letzte Platte, die Rundung ausschneiden und ein bisschen die Klappplatte hinten vom Brett ein bisschen zusägen. Aber das müsst ihr machen, weil ihr euren Rahmen hier, also euer Innenleben vom Auto, die Kontur ausschneiden müsst. Und der eine hat zum Beispiel eine Verkleidung rechts und der andere hat eine Verkleidung links, so wie bei mir, rechts und links. Viele haben hier gar keine Verkleidung auf der linken Seite. Das heißt, da ist Metall zu sehen. Da werden die Bretter viel, viel breiter natürlich. Um 5 cm, glaube ich, wird das breiter. Den Plan würde ich euch dann natürlich auch geben. Aber der Rahmen bleibt der gleiche. Ich bin ein großer Fan von die Sachen so zu bauen, dass ich sie wieder auseinanderbauen kann. Das heißt, ich habe teilweise Gewindehülsen benutzt, aber die Teile, die ich verleimen konnte, habe ich verleimt, da die dann auch stabiler sind. Hier sieht der Distanzhülsen aus Messing, die ich gedreht habe, um diese Schraubenbefestigung besser zu machen, damit die stabiler ist. Ich würde euch natürlich auch eine Papierschablone zuschicken, wenn ihr das gerne wollt. Genauso die Schablone für den Innenrahmen. Und natürlich das Set von den schönen Magnetfüßen, die ich designt habe.
K4,我真的睡着了。Winkel, die ich vorbereitet habe. Ohne diese Winkel funktioniert die Konstruktion gar nicht. Extrem aufpassen, dass man das lieber 1000 Mal nochmal nachmisst, damit da kein Fehler entsteht. Und vielleicht ein bisschen gröber erstmal sägen. Nicht so genau. Also lieber ein bisschen Platz noch lassen. Das sieht gut aus.
hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt neue Ideen. Falls ihr so ein Set haben wollt mit den ganzen Scharnieren und so, kann ich euch auch ein Angebot machen. So kriegt ihr den Plan und die ganzen Zusatzsachen, die ein bisschen schwer sind zu produzieren.